Inside Politics befindet sich wieder mal in Dresden, heute mit der 11. Episode. Mein Gegenüber ist der auch deutsch sprechende Paolo Parovel. Ja. Wir bemühen uns. Ja, mein Deutsch ist etwas rostig, ja. Ist, aber ja. Wir, werden, wir probieren auch auf Deutsch sprechen. Ja. Wir sehen, wir halten uns kurz, wir werden uns nicht so kompliziert halten. Ja. Paolo Parovel ist Mitbegründer oder hast du mitgearbeitet? Also wie bist du zu Dresden Liberer gekommen? Dresden Liberer, Mitglieder und einige sagen Ideologe, aber das ist falsch. Ja? Praktisch habe ich mit den Pressefragen zu tun und auch mit juristische Question, ja? Juristische Dokumente über freies Territorium Triest. Aber wie bist du zu Dresden Liberer gekommen? Ja, wir waren, ich war befreundet mit vielen anderen Mitgliedern, mit Roberto Giurastante und anderen. Wir haben schon viele Jahre mitgearbeitet über diese Sachen, ja. Über diese Probleme gegen Korruption in Triest, für die Unabhängigkeit in Triest, die mitteleuropäische Frage in Triest und so weiter. Stimmt, du bist ja eigentlich Journalist, hauptberuflich. Hm? Du bist ja hauptberuflich Journalist. Ja, Journalist, Schriftsteller, Übersetzer auch und viele andere Sachen. Ja. Wir haben darüber geredet. Das ist etwas, ich habe eine ekliptische Aktivität, ja. Wir haben darüber gesprochen, wenn du, glaube ich, anfängst zum Reden über deinen Lebenslauf, brauchst du 15 Minuten, bis du fertig ja. bist. Gut, die Einstiegsfrage habe ich jetzt natürlich genau umgedreht gestellt. Jetzt wollte ich noch mal kurz fragen, was ist eigentlich Dresden Liberer für die Leute, die die Sendung vom Dezember nicht gesehen haben? Dresden Liberer ist die Organisation zur Wiederherstellung der internationalen Rechte des freien Territoriums Dresden. Ja, ist ja. Ja. Das ist unsere Aktion. Praktisch die internationale Frage vom freien Territorium Dresden, dass wir eine unabhängige Stadt nach dem Friedensvertrag vom Jahre 1947 sind. Jetzt sind wir in Administration fiduciaria. Unsere provisorische Administration der italienischen Regierung, nicht vom Staat, italienischen Staat. Ja, natürlich macht Italien ganz anders. Was heißt, dass Italien das ganz anders macht? Ja, jetzt Italien administriert uns nicht wie eine andere Stadt, ja. Wir sind ein unabhängiger Staat unter provisorischer Administration, aber aus einem Teil des italienischen Staates. Das ist ganz illegal. Das ist ganz illegal. Das ist gegen das internationales Gericht, gegen den Friedensvertrag, also ganz illegal. Das heißt, Dresden ist eigentlich ein okkupiertes Territorium? Ja, vom italienischen Staat, ja. Vom italienischen Staat, es ist eine Stadt und ein Freihafen, ganz illegal okkupiert, weil bei uns soll und muss Italien, die italienische Regierung, nur als provisorische Verwaltung arbeiten und sein. Darüber haben wir schon gesprochen. Zur Erklärung, ich war jetzt insgesamt 9 Tage in Dresden und habe mal die Sache genauer angeschaut. Ich hoffe, du hast nicht einen so schlechten Eindruck von mir gehabt. Ja. Jetzt habe ich auch Fragen in Bezug auf die Ziele der Bewegung. Also ihr wollt einerseits diese Unabhängigkeit haben. Ja, natürlich. Also, ja, wir wollen zuerst, dass die italienische Regierung als provisorischer Verwalter als Verwalter arbeitet, ja, und nicht als Souverän, ja, als Besitzer von Triest. Also zweitens wollen wir die Unabhängigkeit,
Ja, die normale Form nach ihm, die Unabhängigkeit, wie es im Föderalsvertrag, ja, am Ende der provisorischen Verwaltung. Also Friedensvertrag 1947. Ja. Das ist der berühmt-berüchtigte Paragraph 8, auf den ihr euch beruft, Anhang 8, Entschuldigung, der auch die Rechte dieses freien Territoriums berücksichtigt, was es eben seit 1954 de facto nicht mehr gibt. Ja, also Annex 8, das heißt, bedeutet für Freihafen TS, internationales Freihafen, Annex 7 für provisorische Verwaltung, Annex 6 für die normale Verwaltung, ja? Von Triest. So, es geht um die Frage der entmilitarisierten Zone. Also ja. Sprich, ihr dürft jetzt an sich keine Truppen stationiert haben im Land und auch selber keine eigenen Truppen aufstellen. Ja, natürlich. Es ist eine neutrale Staat und ganz demilitarisiert. Inwieweit hat Italien ein solches Recht verletzt? Und ihr wollt ja, glaube ich, auf Basis diesen... Ja, Italien hat mit seinen Truppen das Territorium besetzt und hat auch nach 5-6 Jahren hat auch unsere Junge im italienischen Heer und bewaffnetes Macht rekrutiert. Ja? Ja. Das war auch ganz illegal. Das ist ganz illegal. Unsere Jungen wussten das nicht, aber sie sollten ein weißes Papier unterschreiben. Ja? Ja. Also die italienischen Militäre sagten, dass das Bekleidungsliste ist. Ja? Und in Wirklichkeit, was die freiwillige Ja, und dann haben die italienischen Militär, Domanda di Volontariato, das ist freiwillige Meldung. Freiwillige Meldung. Also das heißt, hier wurden bewusst Gesetze verletzt, hier wurden bewusst internationale Abmachungen, internationale Rechte. Natürlich. Und das natürlich ist gegen niemanden, wir wollen nur unsere Rechte haben. Ja, das ist eine ganz pazifische und legale Frage. Ja? Und das ist auch eine eurer Forderungen? Ja, es ist selbstverständlich. Ja, das ist. Okay, jetzt habe ich eine weitere Frage. Es geht um die aktuelle Situation in Triest. Die aktuelle Situation von Triest oder von der Bewegung? Dazu kommen wir gleich, aber ich meine die Situation von Triest, weil ihr seid vor 2 Jahren entstanden, Triester Libera, aber da muss es ja einen Grund dafür gegeben haben. Warum ist diese Bewegung entstanden? Ja, also ich habe nicht verstanden, ist das von Triest oder von der Bewegung? Von der Bewegung, ja. Manchmal sollte ich berücksichtigen, was ich sage. Ja, ich bin auch jetzt etwas müde. Also. Okay, ja, kein Problem. Wir haben, ihr müsst wissen, wir haben den ganzen Tag so. Wo hat jetzt mal Triest? Ich tue diese Frage bewusst zweimal stellen: einmal für die Bewegung, einmal für Triest. Wo sind die Schwierigkeiten für den Freistaat oder für die Stadt Triest jetzt momentan? Die Stadt Triest, welche Schwierigkeiten hat sie aktuell? Also wirtschaftliche Schwierigkeiten? Ja, wirtschaftlich ist jetzt die Stadt Triest eine ganze Katastrophe. Ja? Das Freihafen arbeitet so, ich glaube, 30% der Möglichkeiten. Ja? Das Verkehr Möglichkeiten. Die globale Krise ist hier noch schwerer. Ja? Aber wenn wir unsere Rechte haben, können wir das Freihafen wieder entwickeln. Ja? Er ist einer der größten Hafen Mittelmeers wie früher, wie mit Österreich-Ungarn. Ja? Über diese Korridore von Adria bis
bist gedankspraktisch, ja? Ja, also du sprichst von dieser adriatischen Achse. Adriatische, ja. Ja. Und auch die ganze Lage, die ganze Situation, die ganze wirtschaftliche Situation, die ist so, sofort verbessert, ja. Sofort besser, sofort besser. Also sobald er jetzt unter einer anderen Verwaltung wäre und nicht mehr unter Italien. Ja, natürlich, natürlich. Ja, und jetzt unsere Frage ist ja auch, wenn Italien diese provisorische Verwaltung nicht so legal, wie sagt man, aufgibt, ja, man kann, ja, die Vereinigten Nationen können auch die provisorische Verwaltung an eine andere Regierung geben, ja. Also zum Beispiel österreichische, deutsche Regierung oder schweizerische Regierung, ja, oder USA oder an eine Authority von der Vereinigten Nationen in andere Situationen die Vereinigten Nationen ausgemacht haben. Ja. Das ist auch eine Möglichkeit, eine Solution. Ja. Ja, wir brauchen aber in Trieste rasche Lösungen. Ja. Rasche Lösungen, weil die Situation ist ganz katastrophisch. Ja. Wir haben darüber mal gesprochen, 3000 Personen ziehen pro Jahr aus. Hm? Also 3000 Leute verlassen pro Jahr die Stadt. Na, ich meine damit, 3000 Einwohner, ja, gehen pro Jahr aus Triest weg. Ja, so ungefähr. Und meistens junge Leute. Ja. Ja, das habe ich auch gehört. Meistens junge Leute, die keine Arbeit finden, gehen weg. Ja, natürlich. Entschuldigung, weil du sagst, junge Leute verlassen die Stadt. Es sind aber bei euch in der Bewegung sehr wenige junge. Nein, nur so Manifestationen. Sind meistens junge Leute. Doch. In den Manifestationen, ja. Wenn Sie die Fotos schauen von den Manifestationen und Filmen, sehen Sie, sind meistens junge Leute. In der Organisation weniger, ja, weil junge Leute hat auch mehrere Sachen zu tun, Arbeit zu finden und so weiter. Ja. Aber so als Sympathisanten, als Sympathisanten, ich glaube, dass die Mehrheit sind junge Leute. Und hat die Politik, also sprich die Parteien von Triest, kein Interesse, diese Probleme, also die des Freihafens und der Stadt? Nicht nur kein Interesse, die sind gegen uns, alle zusammen gegen uns. Ja? Alle zusammen, die italienischen Parteien sind gegen uns. Aber alle. So, das ist ein, sag mal, ein Blocko. Ja? Ich hab, praktisch, die politische Lage in Triest ist jetzt, dass die Gruppe der italienischen Partei gibt es und der Triester Libera. Ja, und die italienische Partei von links oder rechts, ja, gegen uns sind alle zusammen. Ja, wenigstens hat man einen gemeinsamen Feind. Stefano Falluca, das war einmal der ehemalige Präsident, ja, hat letztes Mal auf meine Frage geantwortet. Ja. Wer ist alles gegen Sie? Es hat er gemeint, es ist einfacher zu fragen, wer ist mit uns? Ja, so. Das bringt mich zu dieser aktuellen der Frage der Situation in der Partei. Es hat eine Spaltung gegeben. Ja, wir haben eine Verspaltung gehabt, aber das war ganz, wie sagt man, artifiziale. Geplant? Ne? War das geplant? Oder? Ja, geplant vom Außen, ja. Mhm. Das war geplant vom Außen. Also sprich italienische Geheimdienste? Italienische Parteien und auch Mafia-Interessen, weil wir gegen eine Spekulation, eine große, riesige Spekulation von 1,5 Milliarden Euro im Freihafen sind. Ja. Im alten Hafen? Im alten Hafen. Nicht umweltfreundlich? Ja, alten, im nördlichen Teil des Freihafens. Ja. Zur Erklärung, wir befinden uns jetzt am Piazza della Borsa, wo früher die Börse ja, das ist im Herzen der Stadt, also wir sind in der Innenstadt.
die von einer Stadt wie Wien absolut nicht unterscheidbar ist, das muss man auch sagen. Das heißt, der Hafen, der alte Hafen hätte, glaube ich, für Wohnbau, für Immobilienspekulation. Ja, ja, Immobilienspekulation. Und wir wollen aber das sogenannte alte Hafen, das ist also es ist eine ganz große Area mit Molen und so weiter. Ja. Mhm. Das wollen wir wieder als Hafen, als Freihafen aktivieren. Ja, ja, da gab benutzen. Es auch, da gab, also ich war bei dieser Demonstration im Dezember dort. Ja, ja. Und da hat man gesehen, dass anscheinend auch mutwillig die Verbindung zwischen Hafen und Bahnhof gekappt wurde. Ja, ja. Hat jetzt die Hafenverwaltung eigentlich ein Interesse, das wiederherzustellen? Und ja, hat die Hafenverwaltung überhaupt Interesse, den Freihafen jetzt, zu verwalten? Es gibt auch einen Krieg gegen diese italienische Partei und die Hafenverwaltung. Die Hafenverwaltung hat Interesse, das Freihafen wieder zu entwickeln. Ja? Ja. Die Parteien aber haben Interesse an dieser Spekulation. Wo gibt's über diese Spekulation gibt es auch einige schwere Mafia-Fragen. Schwere Mafia-Frage, ja. Weil wir glauben, dass in dieser Spekulation große Interessen von der sizilianischen Mafia und der 'Ndrangheta sein. Ja? 'Ndrangheta ist von Kalabrien, jetzt ist die 'Ndrangheta die größte mafiöse Organisation Italiens und eine der größten der Welt. Da hört man immer wieder, also ich hoffe, ich überfordere dich jetzt nicht mit dem Begriff Bruttoinlandsprodukt, also das, was ein Jahr lang in einem Land an Umsätzen gemacht wird. Ich meine damit, dass alles, was ein Land in einem Jahr wirtschaftet, das nennt man Bruttoinlandsprodukt, also auf Deutsch, das ist dieses, der jährliche Kassasturz, wo man schaut, wie viel nimmt ein Staat ein, private Unternehmen, der Staat selber und so weiter. Und in Zukunft soll ja die 'Ndrangheta mit einbezogen werden in diese Rechnung. Also da wird es in Italien wahrscheinlich einen Wirtschaftsaufschwung geben. Ja, ja. aber gut, ich möchte zurück zu der Okkupation kommen. Italien, das haben mir sehr viele Leute erklärt, hat einerseits die Geschichte von Triest gefälscht. Ja. Und zum anderen auch die Bevölkerung, das war schon in der ersten Okkupation, weil es hat ja zwei gegeben, 1918 und 1954. Ja. Diese beiden, also in der ersten Version hat es ja auch diese Forderung der Faschisten gegeben, dass Leute ihren Namen wechseln müssen. Ja, ja, ja. Wie ist das vorgegangen? Ja, wir sind praktisch gewesen, eine österreichische Stadt vom Jahre 1382 bis 1918. Ja? Ja. Also unsere Kultur war ganz gemischt. Wir sprachen mehrere Sprachen, hatten meistens mehr als Italienisch, hatten wir deutsche und slawische Namen, ja, also slowenische, kroatische, serbische Namen, ja, Vornamen, Namen auch, ja. Und wenn in Italien nach dem Ersten Weltkrieg gekommen ist und dann für Faschismus, haben die alle unsere anderen Sprachen verboten, ja. Man konnte nicht sprechen. Die Vornamen genannt, die Toponyme auch italienisiert. Praktisch, unsere ganze Kultur wurde con la violenza, mit Kraft. Ja, mit einem Hintergrundgedanken. Ja, 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 ja. Also die Geschichtsschreibung wurde verändert. Ja, praktisch hat Italien unsere Geschichte von Triest abgerissen, ja? Abgerissen und ganz verfälscht. Ja? Also die Mehrheit von unseren Leuten weiß nicht, was die echte Geschichte ist von Triest und Triest mit Österreich war. Ja?
Das ist in der Familie geblieben, ja, aber nicht mal in der Schule, nicht mal über Zeitungen, also offiziell nichts. Offiziell haben wir eine, artifizielle, eine ganz falsche propagandistische Geschichte als Verteidiger der Italienität und so weiter, wo 99% unsere Großväter haben für Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg gekämpft und nicht für Italien. Ja. Für Italien haben in Trieste im Ersten Weltkrieg 265 Personen gekämpft. Ja. Ja. Also und 54.000 für Österreich. 54.000 für Österreich, ja. 54.000 gegen zu 265. Das ist eine Proportion. Ja. Also, sprichst selbst. Ja. Es gibt einen Spruch, also das war ja alles Teil dieser sogenannten irredentistischen Bewegung. Es gibt ja diesen Spruch, verflucht die Nichtbefreiten oder befreit uns von den Nichtbefreiten. Ja. Das haben die Italiener mal gesagt. Ja. Ja, die Italiener sagen, dass wir haben uns befreit, ja. Ja, ja, es ist wahr, befreit von Identität, Geschichte, Arbeit, Hafen. Ja. Ja. Ich habe hinten bewusst. Kultur, ja. Ja. Ich habe eine Frage. Vermisst du diese Farben, die jetzt hinter dir hängen? Ja. Ja? Bitte? Vermisst du die Farben, die hinter dir hängen? Ah, ja, es ist die Marine, die Marinefahne, ja. Ja, aber ich meine die Farbe, also sprich Rot-Weiß-Rot. Ja, Rot-Weiß-Rot, weil er hatte auch die, die Wappen, die Wappen von Trieste sind auch Rot-Weiß-Rot, die geschichtlichen Wappen vom Jahre 1462 ja. Bis 1918 praktisch, ja. Du hast ja diese Wappen gesehen. Ja, ich habe gesehen. Ja. Ich habe die Bitte. Ja, diese waren Rot-Weiß-Rot als Privilegium, als kaiserliches Privilegium. Weil die treueste Stadt unter anderem. Nein, für die Tapferheit der Triestiner gegen Feinde des Kaisers von Österreich. Auch, ja, aber damit war auch gemeint, die also ich habe irgendwann mal gehört, Dresd war der treuesten Städte, loyalsten Städte. Ja. Das ist der Urs Vidalissima schreibt über die Wappen. Urs Vidalissima. Urs Vidalissima, treueste Stadt. Ah doch, okay. Entschuldigung, mein Italienisch. Ja. Wir arbeiten ja daran. Ja, das ist Lateinisch. Aber wir waren unmittelbare Stadt des Kaisertums. Ja. Und das heißt auch, das will ich jetzt nochmal fragen, das heißt, du vermisst eigentlich auch etwas diese Frage. Also Vaterland ist für dich Österreich. Ja, für uns Vaterland ist Österreich. Die Heimat ist Dresden natürlich, aber Vaterland, geschichtliches Vaterland ist Österreich, nicht Italien. Wir sind unter italienischer Souveränität nur 27 Jahre zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg geblieben. Und dann nicht da. Nach dem Friedensvertrag waren wir freies Territorium, sind freies Territorium unter italienischer provisorischer Verwaltung, also Besitzung. Ja. Ja, aber die italienische Souveränität, so ganz legal, war erst nur 27 Jahre. Gegen ein halbes Millennium Österreichs. Also. Nicht weiter. Ja, es ist dieselbe Proportion wie für unsere Kämpfe. Dieselbe. Naja, nicht ganz so. Ja, also 275 Kämpfer für Italien und 27 Jahre Italiens. Also und 450.000 Kämpfer für Österreich-Ungarn und 500 Jahre Österreichs. Das ist die, nicht ganz. Es gibt eine Analogie, ja. Naja, also es ist ungefähr, es haben 100-mal mehr Soldaten gekämpft, ja. Als Dresd bei Österreich war, aber egal. Es
Es geht einfach darum, ihr fühlt euch mehr als Österreicher und man merkt auch das in der Stadt. Also man merkt schon einen gewissen Durchschlag, dass die Distribution der italienischen Kultur, die ist gegeben. Aber man merkt auch, dass diese Stadt eigentlich ein bisschen auch mehr sich als österreichische Stadt versteht. Ja, aber wir sind auch österreichische, italienische Kultur. Ja? Wie in Ticino gibt es die Schweizer, italienische Kultur. Ja? Ja. Das ist kein... Ja? Wir waren letzte Woche bei dieser Gedenkveranstaltung zum Abmarsch, also im Gedenken an den Abmarsch des Triestinischen Regimentes, Infanterieregiment Nummer 97, Freiherr von Waldstetten. Das war, also so etwas war vor ein paar Jahren, so etwas zu feiern, noch nicht denkbar. Ach so. Oder? Also das war eigentlich unter italienischer Regierung bislang immer eher verboten, oder? Nein, das ist aber bei uns. Wir haben vom Jahre 1974 Kaisergeburtstag wieder gefeiert in Triest, also diese Sachen, das ist für uns in Triest normal, ja. Ja, natürlich für Italien nicht, ja. Und auch für Österreich nicht, das ist das andere. Das ist das andere Problem. Aber eure Identität holt ihr aus der Monarchie heraus. Bitte? Monarchie, österreichische Monarchie, ist für euch ein wichtiger Teil der Identität. Ja, die österreichische Monarchie ist für uns unsere Geschichte. Es ist unsere Geschichte, ja. Vom Herzogtum Österreich bis Kaisertum, ja. Also bedeutet für uns nicht nur die Monarchie als Institution, sondern auch ein halbes Museum Zusammenlebens unserer Völker. Unsere Geschichte, unsere Identität, unsere Vermischung in Triest zwischen alle diese Völker und Nationen und Sprachen. Ja? Also es ist ein Teil unseres Wesens. Ja? Das ist ein Grundteil unseres Wesens. Ja? Wir sind die Söhne der österreichischen Ungarischen Monarchie, die Söhne und die Neffen, ja? Von der österreichischen Ungarischen Monarchie. Sondern ohne österreichische Ungarische Monarchie und ohne Österreich natürlich, Kaisertum Österreich, existiert Triest nicht. Ja. Du sagst genau die Frage. Ich habe das sehr gerne, du hast gerade die Frage beantwortet, die ich dir gerade stellen wollte. Ja. Entschuldige, du wolltest noch. Ja, bitte. Du wolltest doch sagen, ohne euch existiert, also ohne Österreich-Ungarn existiert Triest nicht. Ohne Österreich-Ungarn, also ohne die Monarchie? Ja, ohne Österreich-Ungarn Triest nicht in Existenz, existiert er nicht in Triest. Also im 16. Jahrhundert waren wir noch ein Fischerdorf, ja. Ein Fischerdorf wie Pirano oder diese in Istrien, ja. Triest ist als Teil der Österreich-Ungarns geboren und hat sich entwickelt als Teil, als Projektion von Österreich-Ungarn. Weil die Leute von all diesen Völkern sind in Triest gekommen, ja. Um in den Hafen zu arbeiten. Um im Hafen zu arbeiten, in der Stadt, im Verkehr und so weiter. Ja? Ja, ein Diplomat von USA hat vor 140 Jahren gesagt, dass Triest die Philadelphia Europas ist. Ich habe New York gehört, aber das kommt auch selber hinaus. Ja, Philadelphia Europas war, ja. Und das, weil Österreich-Ungarn existiert. Ja. Das ist schön. Ja, alle diese Paläste, die wir hier sehen, das ist wurde von Österreich-Ungarn gebaut. Ja. Ja. Hafen, die Paläste, das Zentrum der Stadt, die Molen, alles. Eisenbahnen. Ja.
Und die Italiener müssen es unter den Nagel gehen müssen. Ja, natürlich. Also, ja? Nichts Neues. Ja, unzerstört und teilweise zerstört. Ja, ja. Man hört immer wieder von österreichischer Seite ökonomische Ideen, also wirtschaftliche Ideen, wie man den Hafen in Triest aufbauen könnte. Ja, die Verbindung mit Triest und Österreich natürlich, heutiges Österreich, also, ja. Also Österreich in deutscher Sprache. Ja. Ja. Weil es gibt auch die Altösterreicher von anderer Sprache. Ach, wie uns sind, ja. Ich will nichts weiter sagen. Ja, nein. Die Leute des ganzen Kaisertums sind Altösterreicher, ja. Das ehemalige Kaisertum. Ich kann da nicht widersprechen. Ich bin auch nein, das sage ich nicht. Das ist meine Meinung, ja. Ja. Provokatorisch auch, ja. Aber das ist die Wahrheit, ja. Die Beziehungen, menschliche Beziehungen mit Hafen Triest und heutiges Österreich sind wir. Sag mal weiter. Ja. Ja. Die Beziehungen? Die Beziehungen, ökonomische Beziehungen, wirtschaftliche Beziehungen zwischen Triest, Hafen Triest und Stadt Triest. Und heutiges Österreich sind natürlich sehr wichtig, auch weil Wien jetzt wird auch zwischen Wien und Breslau wird dann jetzt immer mehr ein Zentralpunkt vom Verkehr bis Balten und bis und mit China, Russland und so weiter nach Europa, ja. Und Trieste ist das natürliche Terminal von diesen Korridoren, ja, von diesen Korridoren durch Wien, Graz, ja. Laibach, Trieste und Koper, ja, und auch Rijeka, ja, die mit uns nicht Konkurrenten, sondern mehr als Konkurrenten verbrüderte Hafen sind. Was würdest du dir von der österreichischen Regierung oder von der österreichischen Politik wünschen? Ja, wir brauchen von der österreichischen Politik mehr Achtung, ja, mehr Interesse, mehr Kenntnis auch. Mhm. Und auch Informationen über die Frage Triest. Ja. Und es ist auch wichtig, weil wir nicht Italien sind, sondern Freistaat Triest, unter provisorischer italienischer Verwaltung, sondern sollen alle Verträge für Hafen Triest nicht zwischen Italien sein, als Stadt und Österreich, ja. Als Stadt, sondern zwischen Freies Territorium Triest und Österreich. Das ist eine ganz andere Sache. Richtig. Und auch ein wichtiger Punkt ist, es gibt ja du sprichst auch schon von der nächsten Kommission, die es vielleicht mal geben könnte. Aber es gibt jetzt im aktuellen Vertragswerk, wenn es wieder aktiviert werden würde, einen fixen Platz für Österreich in der Hafen, also in einer internationalen Kommission, die den Hafen verwaltet. Ja, das wäre sehr wichtig und nützlich, ja, auch. Also es geht ja nicht nur für Österreich, ich darf das kurz aufzählen. Ja, das ist auch in unserer Pläne. Schweiz, Ungarn, Österreich, ja. Also sagen wir Ungarn, Österreich statt Österreich, Ungarn. Ja, weil sonst kann man das anders verstehen. Ja, das ist richtig. Also ich habe das erlebt, wo du die Woche mal den Beistrich von einem ausgewechselt hast. Es gibt das Witz, ja, dass die zwei Ältere jeder sagen, ja, was machst du heute Abend, ja, schau im Fernsehen, Fußballspiel, ja. Und wer spielt? Ja, Österreich, Ungarn, ja, gegen wen? Gegen wen? Also, aber nein, das wäre so wichtig, weil Österreich hat zwei Verträge mit Italien gemacht, für Hafen Triest, ja. Zwei Verträge, die praktisch kein Resultat gehabt haben, ja. Aber wenn Österreich in der Kommission für Freihafen Triest sitzen, mit Ungarn und anderen Ländern unseres Hinterland, das wäre sehr wichtig und sehr nützlich für alle,
für Trieste, für Österreich, für das ganze Verkehr mit Mitteleuropa. Also ich zähle das nochmal auf, das wäre die Schweiz, Österreich, Freistaat Bayern, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Teile der Polen Ukraine, auch, ja, Polen auch und auch natürlich Russland, Ukraine und im Balkan Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina auch und Serbien auch. Mhm. Ja? Also es ist eine ganze strategische Region, die mit der Entwicklung, von, Wiederentwicklung von, vom Freihafen Trieste wird verstärkt und auch versichert, ja? Weil das Verkehr braucht auch, der Trakt auch bei Frieden, gute Kontakte, freundliche Kontakte und so weiter. Ja? Also das übliche. Ja, also verbessert die Qualität des politischen Lebens. Ich habe mal gehört, also das war so ein Argument eines ehemaligen Chefs der Lufthansa, also Flugunternehmen, Deutsche Airline, der hat gesagt, Verkehr ist auch demokratiefördernd. Also, ja, dass der Verkehr Demokratie führt, das ist. aber verbessert die Qualität der politischen Beziehungen. So der sicher. Kommunikation auch. Ja, für Kommunikation, weil wenn die Leute so besser lebt, ja, hat weniger schlechte, wie sagt man, Pensieri. Gedenken. Gedanken, ja. Eine letzte Frage, dann sind wir fertig. Ja. Was würdest du dir wünschen für die Dresd Libera oder für Dresd innerhalb der nächsten 5 Jahre? Die wünschen? Was würdest du dir wünschen von der Bewegung oder für die Bewegung? Ja, die Wünsche der Bewegung sind rascher als möglich das freie Territorium Triest so in zu installieren. In, alle seine Rechte und Möglichkeiten realisieren. Und glaubst du, dass das in 5 Jahren möglich ist? Ja, das ist möglich, sicher. Das ist möglich, sicher. Das ist aber ein politisch-diplomatisches Problem, ein bisschen kompliziert, aber es ist möglich, ja. Wenn man die richtige Sache macht, richtige Zeit, ja, es ist möglich, ja. Das heißt, je älter... Und warum nicht? Ja, natürlich. Warum nicht? Ich meine, du spielst schon lange mit bei diesem politischen Tennisspiel. Von dieser... Na, du spielst ja schon lange in diesem politischen Spiel mit. Also. Oh ja, ich bin schon so im Konflikt, schon seit 40, 50 Jahren, ich glaube, mit dieser italienischen Politiker. Mit italienischem Nationalismus in Trieste und über diese Sachen. Ja, ich habe schon im Jahre 1974 die mitteleuropäische Bewegung gegründet. Ich habe schon viel gekämpft gegen diese italienische kulturelle und wirtschaftliche Okkupation praktisch. Ja. Also so. Im Endeffekt eine Besetzung mitten in Europa? Besetzung, ja. So ähnlich wie die Krim gerade ja. auch wieder passiert ist. Ich sage herzlichen Dank, Paolo Baruel, für 9 Tage Gastfreundschaft, 9 Tage gutes Zusammenarbeiten. Ich sage auch vielen Dank an meine Seher. Also es war wieder mal eine etwas längere Folge von knapp 40 Minuten, aber ich glaube, jeder kann es ein bisschen sozusagen genießen und das ist immerhin ein Moment, wo man wieder Freiheit genießen kann. Danke Ihnen und bitte Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch, rostiges Deutsch. Ja. Und es sind viele Jahre, dass ich Deutsch nicht spreche, aber habe ich keine Übung mehr. Ja. Naja, wir arbeiten dran. Ja, also. Mein Italienisch ist auch nicht besser. Ja.